Ich freue mich, bald den Greenscreen wieder richtig nutzen zu können, ey. Passt alles. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Da ist auch Kirsche. Du darfst keine Passwörter nehmen, die mein Teamspeak-Mikrofon-Mute-Knopf sind. Welches ist es? 4, 5 oder 3? Die 3 war's. Nein, nicht wirklich. Wenigstens war keiner davon Aufnahme starten und Aufnahme beenden. Schau auch schon mal, wie wird. Ja, normalerweise hätte ich jetzt dank dem Stream Deck gar keine Tasten dafür, aber alte Games haben da leider ein Problem mit. Das heißt, wenn man einen Controller nutzen will. Jetzt müsste Stevie auswählen, ne? Den Lotus. Ja, wir machen es am besten so, dass Stevie ganz vorne ist, du zweiter bis zum Meter und. Dann muss ich zuerst auswählen. Dann ich und dann Kirsche wieder. So. Ja, ihr seid dann mal eben 10.000 Kilometer weiter weg, bis yes, wir dann irgendwann am Ziel sind. Und wahrscheinlich werde ich heute den Großteil der Rennen verlieren, weil, ja. Du warst einmal bei den Tropen verdammt gut, ja, also bitte. Es war aber auch der Ausnahme. Ich habe mich für dieses schnieke Dunkelblau entschieden. Nachmacher. Kann ja gar nicht wissen, dass du das auch hast. Ja. Trotzdem ist er jetzt ein Nachmacher, habe ich jetzt so beschlossen. Aha. Ah, scheiße, ich hab, ja, damit habe ich für den Rest des Renntags jetzt ein Problem. Ja, oder Neustart, ich meine, war das angefangen? Nein, ich habe die Todeszone vergessen einzustellen. Ja, dann lass Neustart machen. Ja, das lässt sich doch hörbrig ab. Ja, das lässt sich doch schnell machen. Ich muss dann aber schnell kurz eben... Ja, dann mach doch mal schnell kurz eben. Das tut mir leid, ich vercheck das jedes Mal, weil ich die Scheiße jedes Mal machen muss. Wenn das nicht so wird. Wo musst du den einstellen? In HP2 Spiel? Oder im wo? Im Spiel. Wow, nee, mein Spiel hatte gerade einen kompletten Freeze beim Controller-Ding. Wusste nicht mehr, dass man bei Controllern sowas hat. Warum nicht? Also nein, ich habe das dauerhafte Problem wirklich, dass ich jedes Mal diese Todeszone einstellen muss. Also wenn du die in HP2 einstellst, musst du einmal auf Profil aktualisieren. Bringt klicken. Auch nichts, nein. Aber das... Nein, ich verstehe, was du meinst, aber nein. Muss doch gehen. Nein, ich habe da schon versucht. So. Jetzt aber. Oh, Tomatensalat. Warum hatte ich denn gerade im Optionsmenü kurz ein... Weiß nicht. Ja, fehlt nur noch Kirsche. Aha, here we are. Aber so. Jetzt fahre ich auch so, wie ich fahren will. Zweiter Gang macht dich. Ich vergesse das halt jedes Mal, dass ich das einstellen muss. Und wie gesagt, ich habe schon auf Profil aktualisieren gemacht. Die Todeszone bleibt bei mir nicht gespeichert. Komisch. Ja, dann ist in deinem Profil vielleicht irgendwas kaputt, dass du das nicht speichern kann? Dass er das quasi generell gar nicht speichert? Alles andere speichert er ja, nur die Todeszone nicht. Das ist aber wirklich. Deswegen alles andere, der war auch mit meiner sein. Wusste das? Dann darf ich ja jetzt vorbei. Aber wie gesagt, also Lautstärke kann ich anpassen, wenn ich die Tasten neu zuweisen will, funktioniert. Aber leider nicht die Todeszone. Strange. Und die Todeszone ist ja leider wegen des Controllers dann doch schon eine Sache für sie, ist schon wichtig so, ne? Hast du beim Starten des Spiels vielleicht eine Fehlermeldung, die sagt, Gerät so und so, nämlich nein, deinen Lenkrad oder was auch immer, wo du nicht erkannst? Dank Dennis schon lange nicht mehr. Weil das wäre auch ein Grund, weswegen das nicht speichert. Dennis hatte mir extra die eine Datei auf meinen Controller fertig gemacht. Als ob ich meinen Plan dann so wenig Support. In dem Punkt, das Einzige, wie ich das fixen könnte, und das ist das, was Dennis schon sagt, aber ich weiß nicht einfach, aber ich muss mich da komplett reinfuchsen. Warum kommt denn da jetzt ein roter Innis vor? Ist in der Inni das ready machen. Ja, steht in Dennis' Datei, die er dir geschickt hat, vielleicht irgendwas drin von wegen Store Todeszone gleich No? Das wär's ja noch. In einer Ini. Ja. Warte mal, das war die Controls.ini, glaube ich sogar. Was macht die Kirsche jetzt schon vor mir? Wieso kommt mir das Spiel eigentlich so unflüssig gerade vor? Weil es Sub 2 ist. Bei mir geht's nur 108. Oh, jetzt sind es 90. Ich wüsste gerne, wie viele FPS ich hätte, du. Aber. Das kann ich mir anzeigen lassen.
Ich will das jetzt gar nicht sehen. Ich würde das Anzeigen ändern auf nach dem Rennen verschieben. Nur so als Tipp, aber mach, was du willst. Ja, gut. Aber ich hätte dank, dank meiner Grafikkarte, wenn es halt die Abkürzung wollte ich dann nicht mehr mitnehmen. Diesmal, was ist das denn? Das damit bin ich dann letzter, weil irgendwie wollte meine Karre nicht in die Abkürzung rein. Ich hab's ja diesmal geschafft, da bin ich richtig stolz. Ich hab eingelenkt, aber die Karre sagte, nö. Ich denke jedenfalls mal, meine 400 bis 600 FPS reichen. Ich hätte so gerne mal. Oh, kannst du mir nicht 20, 30 davon abgeben? Ich frag mich ja bis jetzt noch, wie Ravage es eigentlich geschafft hat, in Most Wanted mehr Frames ranzukriegen. Mein Spiel kappt sich auf 60 fest, rüber komme ich nicht. Der hat über 100! Was ist da los? Wie kannst du so wegziehen? Oh, Ravage, was ist denn mit dem heute nur vor? Hat er irgendwie. Ach, stimmt, wo ist denn Ravage, ja? Ah, nein, ich weiß was. Ist in Ordnung. Ich hab Angst vor dir. Mm-mm. Das wird sein. Ich sag nur Background und schon Gemecker. Muss ich noch mehr zu sagen? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, in einem YouTube-Video erwähnt wie Ravage zu Hause sitzt und zittert, weil er Angst hat, gegen dich zu fahren. Nein, ach mein Gott, ich will das jetzt aber auch nicht im YouTube-Video. Nö, musst du ja nicht, doch okay. Dann sag's nachher. Das ja, sag's einfach nicht und fertig. Das besprechen. Kannst du nachher sagen. Ah, ich sehe auf. Ja, die jetzt nicht mehr. Ohne habe ich noch einen schwarzen Demon auf der Karte gesehen. Sagen wir so viel. Ich glaube, das ist dunkelblau. Er nimmt sich heute sehr viel Zeit im Real Life. Ja, waren ziemlich viele Leute offline in Discord. Bin ich schon gar nicht mehr gewöhnt. Was mit Pete? Pete kommt ja irgendwann jetzt wieder, war das ja genau. Die fährt ja nicht mehr mit. Da will ich eigentlich gerade gar keine Abkürzung heute fahren, oder was? Nö. Merkt das schon, ich fahre schon die nächste wieder nicht. Der ist eigentlich wieder Automatik. Nee. Hat sich nicht als nicht gut erwiesen, meinst du? Naja, doch, ich meine, die Sache ist halt einfach, tiefe Drehzahlen doch eher benutzen, als man es eigentlich hier gewohnt ist. Und das kann ich jetzt endlich auch von manuell machen. Bei der Strecke muss man da auch relativ viel schalten. Ach, also. Scheiße, was wollte ich denn jetzt hier oben? Hätte ich doch bei dem Auto gar nicht gebraucht. Oh ja, doch, kann man auf der Karte wirklich erkennen. Also, ich meine den Unterschied. Die Lücke ist ein bisschen größer geworden. Die Routine, ich wollte doch diesmal rechts fahren. Ja. Durch zwei nicht genommene Abkürzungen wird zum Mädchen sowas von vorne bleiben. Oh. Hier sind noch so einige Bäume und auf manchen davon meine ich, Tomates Namen habe stehen zu sehen. Kirsch ist bestimmt total traurig, dass es jetzt HP2 statt Gaskas was ist. Tut mir ja leid, Kirsch, aber es kommt ja bald wieder. Ja, so werde ich wenigstens nicht beschossen und kann gerade ausfahren, statt Schlangenlinien fahren zu müssen. Was? Kirsch ist disqualifiziert, er die Palme gar nicht mitgenommen. Ich bin da durchgetunnelt. Was ist denn das hier? Also bei dir will ich aber auch so einige Palmen sehen, ne? Wie es nachher in National Four bist. Ich meine, Bäume sind es da, aber ja. Nach jeder Runde musst du da so einen Baum mitnehmen. Streng genommen sind Palmen auch Bäume. Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber könnte sein. Doch, doch, ist so. Okay. Oh, Tropenmund nicht letzter. So lange ja, weil ich zwei Abkürzungen nicht genommen habe. Hab ich doch gesagt. Ich mit weiß. Mit Elise nicht genommen. Was ist da denn los? Mit dem Elise krieg selbst ich die scheiß Abkürzung. Alter, was? Leistung, FPS. Und Entfällt. Steve ist besser gefahren als ich an sich. Wie holst du hier so viel Zeit raus, Cash? Weiß nicht, aber war eine Bestzeit. Okay. What the fuck? Ich find's witzig, das Spiel kommt mir unrund vor und ich habe hier in diesem Menü gerade über 500. Vielleicht liest eine OBS. Oh, ich habe 117. Das ist total, ich meine, ich habe es auf 120 gecapped, ja. Der schafft die im Stehen nicht. Das Beste ist, jetzt sieht man die FPS-Zahl sogar in der Aufnahme. Oh, wir haben den Spider jetzt.
Ja, dann mal ein paar Mal. Dreimal. Ja, und CLK auch dreimal. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie ich das Thumbnail gestalte. Diese langen Ladezeiten verstehe ich ja überhaupt nicht. Coastal Park, den Ferrari fahren wir. Ja. So. Ja. So. Ja, Profilers-artig. So, Den ich muss jetzt. Ferrari. Ach so, das musste ich ja prüfen. Ja, ich muss immer prüfen. Ja, Oh warum? Gott, Weil das bei ihm halt so komplett am Rumbacken ist irgendwie. Jeder hat seinen ey. eigenen Wachs, ist schon lustig. Ja, weil ich halt in die Cheat Engine muss und der Profiler, ja, der mag das nicht so. Ich habe hier auf der Strecke überhaupt 400 FPS, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. 400. Ja, bei 60. 66 Super würde ich das auch erwarten, dass das so klappt. Moment, ich habe die gleiche Grafikkarte, ich habe 60. Ja, du hast da ein anderes Problem mit deinem Rechner. Und zwar? Was ist ein Problem? Na, die CPU Er behauptet ja, es wäre aus der Steinzeit. hast du eine CPU-Rastendung? Ja. Das willst du gar nicht wissen, ne? Core i5 der ersten Generation. Alles schon sehr betagtes Modell. Ah, wo will ich denn hin? Nicht in die Abkürzung. Ja, aber das Beste, ich habe ja weiß wie viele FPS, aber das Spiel fühlt sich doch manchmal ein bisschen unrund an. Ja, weil das doch so viele Frames dupliziert. Kennst du doch schon von dem Teil, ja? Ja, aber dass mir das jetzt erst wirklich so auffällt, wundert mich. Ja, vielleicht hast du davor NFS Underground gespielt oder so, wo es smooth ist. Nee, ich habe heute kurz Most Wanted angehabt, und weil ich jetzt endlich die Scheiße gefunden habe in den Extra Options, dass wenn ich nach hinten schaue, das hat auch bleibt. Ah, hast du gesucht, okay. Ja. Ist ja nur eine Sache, die du auf einstellen musst. Jo, natürlich, nur eine Sache. Schon Ja, traurig. gut, vielleicht ist ja Tacho, Karte, Drehzahlmesser alles getrennt. Boah, du bist ja gut durchgekommen, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall näher gekommen. Hätte ich jetzt Nach nicht gedacht. dieser Strecke hier mache ich dann die FPS-Anzeige auch wieder aus. Die zoome noch an. Außer. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich da so gut durchkomme, sozusagen. Okay. Sehr spannend. Wieso nicht? Ich glaube, die meisten Autos kommen da gut durch. Es war überraschend, das letzte Mal die nicht so scheiße da war. Also die ganz langsamen offenbar sind dann nicht so Naja, toll. nee, die Autos mit sehr gutem Handling sind außenrum meistens besser. Also da bist du erstaunlich gut durchgekommen. Ja, dann gucken wir mal, ob das reproduzierbar ist. Ja, bin ich mal gespannt. Das ist ein holprig Auto, lass das mal bleiben. Aber bei HP2 fragt man sich ja dann auch, wie viel FPS willst du am besten im Spiel haben? Wenn man so die FPS-Zahl da unten sich so anschaut. Antwort: viele Duplikate. Das sagt zumindest die Engine so. Ich frage mich immer noch, wie Ravage es geschafft hat, in Most Wanted mehr, also über 100 FPS zu kriegen. Ja, ich schaff mit all low. Ich bleib nämlich irgendwie auf 60 komplett gelockt. Ja, ich hab 100 bis 150, wenn ich alles auf low hab. Ja, gut, kann sein, dass er auch auf low ist, oder? Na, glaube ich bei Ravage nicht. Okay, der Fahrer scheint es tatsächlich besser zu packen. Ja, aber er hat letztens Oh, nee, auch doch gemeint, nicht. als, Ja, äh, nicht dich da als, Das war nicht so gut, ja. Ja, tschüss, Tomate, ich dachte, ich bleib mal an der Wand und dreh mich weg. Er hat letztens gemeint, als es jemand anderes gehostet hatte, lief es bei ihm sehr smooth. Also kann es ja eigentlich nur low sein. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt smooth laufen kann. Kannst nicht. Hab ich noch nie gesehen. Muss mir noch mal jemand einer mal zeigen, dass das Das ist ein auch smooth Gerücht. laufen kann. Also auf YouTube habe ich bisher nur dieses eine Video von Ostdeva gesehen, der das Most Wanted Online gemacht hat. Gesehen, das war das erste Mal, dass ich mein Most Wanted Video smooth gesehen habe. Aber sonst bei keinem einzigen. Ja, aber das scheint ja kompletter Bullshit zu sein, wenn du überlegst, dass du da einfach mit irgendwelchen random Dudes zusammengeworfen wirst. So wie ich das gehört habe. Ja, aber komischerweise ist Most Wanted Online an sich genauso ruckelig wie sonst auch, also verstehe ich. Also hat Ravage schon gesagt, dass sich daran nichts geändert hat bei MWO. Also ich meine, mein Rechner ist hier bei weitem nicht der beste, aber Alter, was mach ich denn? Ein 16 Jahre altes Spiel sollte auch da smooth laufen, wenn es anscheinend nicht programmiert wäre. Ja, das Spiel läuft doch schon im Singleplayer nicht komplett rund.
Wie oft, aber wenn du dir mein Re-Let's Play anguckst, wie oft sag ich in diesem kompletten Re-Let's Play FPS, kommt ihr bitte wieder? Ja, das stimmt schon, ja. Weil das da auf einmal sich, wer weiß wie ruckelhaft auf einmal angefühlt hat. Und es kann safe nicht unbedingt wirklich an den Mods ausgelegen haben. Nicht bei so einem alten Game eigentlich. Nein, das sind ja auch... Sind das ist deine letzte Runde! Sonst nix. Da ist ja noch nicht mal mehr Effekte drin, sind nur Texturen ausgetauscht und zu höherwertiger dann. Ja, mehr Effekte würde ich in dem Spiel, glaube ich, auch gar nicht wollen. Das Einzige, was effekttechnisch drin war, war halt die Sache, wenn die Cops kaputt waren. Ja gut, das ist was anderes. Aber das kann aber, das war jetzt ja auch nicht wirklich so, wie schlimm. Das ist ja nicht, mehr Spezialeffekte, das ist halt anders, sage ich mal. Das ist ja nicht irgendwie aufwendiger oder irgendwas. Klar, viele würden jetzt sagen, es liegt an den Texturen, weil die halt etwas hochauflösen waren. Aber Alter, das Spiel ist, wer weiß wie alt eigentlich. Das Spiel müsste genauso viel FPS wie das Spiel haben. Das ist allein schon ein Unding, dass man auf einer 2080 TI gerade mal 60 bis 80 FPS bei dem Game zustande bekommt. Und dann auch noch mit Duplikaten. Was ist das für eine Trauerkeit, ey, echt. Weil sonst muss ich doch echt hinterfragen. Was ist da los? Und mit dem 360 Spider mache ich den Kirsch aber platt jetzt gerade. Ich hab hier heute, mach heute hier nicht, nur... Ich aber euch doch sehen würdest. Ich mach nur Fehler, deswegen zieht so Mitte so weg. Jetzt lass mal die Abkürzung in Ruhe, da. Du machst mir da mal Angst, ey. Endlich mal eine Runde ohne wegdrehen hinter mir. Okay. Nee, so schlimm war es auch nicht, aber... Da. Ja, ich glaube, in ungefähr diesem Abstand sind wir losgefahren. Oh, unter 1,30. Da, das habe ich auch. Okay, aber nur knapp, aber ja. Unter 1,30? Wie habt ihr das gemacht? Ich habe eine 1,41. Ich bin bei 1,38, aber... Das ist definitiv ein Asak-Rekord. Ah, verdammt, und Demon war sogar schneller. Ja. Zwar nicht viel, aber schneller. Das reicht. Ja, das hatte ich befürchtet. Ich hab den Kirsch besiegt. 700. Das reicht. Die 700 hätte man noch irgendwo finden müssen, Mensch. Der Kirsch ist besiegt. Ja, du warst in dieser Matschabkürzung immer jedes Mal besser. Ob ich jetzt. Ja, weil ich die nicht gefahren bin. Ob ich nicht. Die Matsch. U-Turn. Ob ich endlich mal ab der nächsten Strecke mal ein bisschen besser fahren könnte? Mal sehen, gibt es da Abkürzungen, die man verpassen kann? Du bist oh, Palm City. Diesmal lag es nicht an den Abkürzungen. Ja, aber es ist wieder Palm City, also da gibt es wieder Abkürzungen. So, erstmal. 1,29, das ist. Kann ich denn da eigentlich noch? 1,2986 als du aber auch. Also. So. 700. Rennen 3. Ach nö. Auch in jeder Runde schneller. Das gibt's doch nicht. Ah ja, das ist scheiß Point City Island. Ach. Nö. In jeder einzelnen Runde. War ich schneller? Ja, nicht viel, aber trotzdem in jeder einzelnen Runde. Tja, nimm dir das jetzt zu Herzen, Kirsche. Jetzt bin ich deprimiert. Was haben wir? Den Point City Island. Nein, die Karren. Das war Stevie schon so klar. Wow, viel Farbauswahl. Ich nehm den in Rot. Wie viel Farbenauswahl willst du? Nur 3 Stück. Okay. Ja, in Schwarz natürlich, damit die Flammen drauf sind. Vielleicht sind ja in Kirsches Version dann mehr, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, F1 habe ich nichts gemacht. Ja gut. Nimm das Schwarz, da sind Flammen drauf. Wie, den hast du auch geändert? Ja, ja. Also, das habe ich aber auch nicht, da musst du mir das auch schicken. Wollen wir auch gar nicht klar, das habe ich jetzt auch noch nicht. Das ist sogar das bessere Flammending als bei dem LM. Ach, meinst du das in dem Discord? Ich hab's überhaupt nicht kapiert gehabt. Du meinst den F1, nicht den F1 LM? Nee, der CLK GTR, da hättest du nie mal was fertig gemacht, da hättest du den Skin vom F1 genommen, das war ja falsch. Nee, das würde da gar nicht passen, wenn das würde ja da kaputt aussehen. Ja, sah auch ziemlich kaputt aus. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei mir sieht's nicht kaputt aus, oder? Doch, nein. Doch, hättest du... Doch hattest du bei mir erst halt gemacht, aber ich hab's dann halt gefixt mit meinem richtigen Skin. Aha. Also meinst du jetzt nicht das, was ich gerade geschickt habe, sondern irgendwas anderes oder was? Nein, das war schon länger her. Okay, gut, das weiß ich nicht mehr. Würde mich zwar auch wundern, weil das sieht man ja, wenn es völlig broken ist, aber. Weil da hast du den Flammskin vom McLaren F1 mir auch bei dem Mercedes reingemacht, aber das ist ja ein anderer. Ja gut, okay, Mercedes schauen wir mal. Das aber nicht, finde ich.
Hier, beim Mercedes habe ich auch einen anderen. Der hat auch Flammen drauf, aber der sieht schick aus. Sieht doch bei deinem F1 schick aus. Ist halt nur so würde es halt zum McLaren nicht passen, mein ich. Oh. Zum, Wir hätten da den Baum mitgenommen. Ja, das war der Kirschsalat. Der wollte mir mal Ich hätte Chance fast den anderen Baum, deswegen habe ich die Abkürzung anders genommen. Kirsche wollte mir ein bisschen Gnade geben für diese Selbstmordabkürzung, die gleich kommt. Ach genau. So. Selbstmord hieß. Ich wollte zugucken, wie er da crasht. Achso, deswegen hast du extra Crash gemacht, damit du das siehst. Ja, und jetzt noch einen Abstand groß genug zu machen, dass ich letzter bin? Hervorragend. Na, so weit solltest du aber nicht absteigen. Ja, jetzt sehe ich es gar nicht. Der siehst es ja. Da hat er gesehen, wie ich sie genommen habe. Passt schon. Ja, ich wollte es auch nicht erkennen. Aber ich habe die Abkürzung sogar überlebt. Noch, du hast noch 5 Runden vor dir. Ja, ja. Aber erstmal habe ich sie überlebt. Ja, das habe ich schon geahnt. Ich habe den Abstand jetzt so groß gemacht, dass ich genau dann wieder hinten bei dir dran bin, wenn du crasht. Ach so. Alles ganz genau getimt. Ach so. Ja, gut. Aber ich muss sagen, ich habe mich controller-technisch echt gut dran gewöhnt an diesem Game hier. Na siehste, dann hast du jetzt halt doch mehr Fun bestimmt. Oh. Die Kurve habe ich kacke genommen, aber richtig kacke. Irgendwie muss man die Kirche ja wieder näher kommen lassen. Dann würde ich bis zum Crash auch wieder dran sein. Oh, ne, das schafft der Wagen doch nicht so schnell. Oh, Auto, das musst du doch mal schaffen, die Kurve. Ist denn das eine Untersteuergurke? Das ist doch schlimmer als der LM. Du würdest doch lieber gerne den LM erfahren wollen, wa? Nee, hier will ich einen CLK fahren. McLaren geht hier gar nicht auf der Strecke. Naja, geht schon, aber gut ist es in der Tat nicht. Ja, der nimmt alle Kurven. Wow. Also alle Kurven äußere. Alle Kurven Außenseiten, ja. Ja. Wir haben heute sehr viel mit gespiegelt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir was für einen Spaß mir für das Thumbnail einfallen lassen sollte. Ich glaube, ich spiegel's einfach. Nicht eine Strecke. Also den HP2, einfach das komplette Thumbnail spiegeln. Oder so. Den HP2-Schriftzug. Ja, das war, was ich als erstes vorhatte. Der ihn halt drauf macht bei mir, ist der Spielname-Schriftzug ja nicht drauf. Oh, meine Güte. Dieses Auto macht mich fertig hier. Da müsst ihr richtig kurbeln bei dem Ding. Ach man! Ja, dies hätte doch wenigstens mal nach nicht 5 Millionen Jahre später. Na gut, ich konnte zumindest das Ende von dem Crash sehen. Das Blinken habe ich noch erkannt. Warum habe ich mich denn jetzt hier komplett gedreht? Ach man, die zweite Runde war schon wieder zu viel für die Selbstmordabkürzung. Da habe ich mich um 360 Grad gedreht, mach das mal nach. Ja, ich auch. Ich hab's dir schon nachgemacht, vor dir. Vorgemacht also. Du hast dem nach mir nachgemacht. Aber das ist nicht immer positiv, mir nachzumachen. Nicht? Nee. Schade, ich dachte... Versuch doch mal, die Dinge nachzumachen, die positiv an mir sind und nicht die schlechten. Ja, die sind viel schwieriger nachzumachen. Da, Alter, was zum... Geier? Ja, ich dachte hier, ich nehme die eine Wand und überschlag mich direkt. Warum auch Abstand auf Tomate gewinnt? Nein, lieber noch mehr Fehler bauen. Damit sie mir kaum noch näher kommt am besten. Diese Strecke mit McLaren zu fahren ist aber auch
gefolgt. Ja. Die zweite Runde war komplett scheiße, war die. Ob wir das bitte ab der dritten Runde wieder besser machen könnten? Die Strecke fährt doch keiner freiwillig mit dem McLaren, oder? Nee, aber random.org mag es ja Leute zu kriegen. Ja, der will ja sowieso uns immer folgen. Also random.org wird uns auch nicht Folgens geben. Nee. Wieso? Echt? Ja, ja, er will doch seine neuen Texturen dann. Wir haben neue Texturen und ich habe die jetzt bei dem einen HP2-Host mal endlich mal kennengelernt. Jetzt ist der random so, dass das nie kommt. Nee, neue Texturen, ja nö, tut mir leid, die dürft ihr euch nicht anschauen oder so. Och man, ich hasse diese Strecke einfach so massiv. Gestern kam ja der Hot Pursuit Pod, das war der, nicht der Host, der jetzt war, sondern der Host davor von Hot Pursuit Pod, da habe ich zum ersten Mal mir wirklich die Texturen anschauen können, weil Ravage ja sowieso so gesehen alle Strecken fährt. Ah, das hätte ich ihm sagen müssen, dass er voll bei uns rausnehmen soll. Ich hab ihm ja nicht mal gesagt, wie die Strecke hieß mit den Texturen. Das hat er dann erst gewusst, als die war. Aber generell habe ich das Gefühl, dass wir bei TRR sehr wenig IPen haben. Geht's. Keine Ahnung. Ja, es kommt mir doch so vor, als wäre es weniger. Wir haben definitiv zu viel Palm City Island. Na gut, die sind halt eben, die Alpinen sind sehr kurz, ne? Und die Palm City Island Sachen, die Tropen sind halt sehr lang. Also wenn die beide mit Rundenzahl gleich häufig vorkommen, ist halt trotzdem ein Unterschied. Und dann sagt random.org, die Strecken sind zu kurz, wir wollen den am besten, wer weiß wie viel geben. Ja, random.org weiß ja noch nicht mehr, wie lang die Strecken sind. Das glaubst du. Du meinst, die haben so eine KI, die da denkt, was können die Strecken? Die kennen die Strecken von HP2 direkt. Was könnten die da machen? Das ist doch liefers mit HP2 von den Lagen her. Ja. Dann dürfen wir nicht die ganzen Alpenstrecken nehmen ab jetzt. Das ist die komplette CIA-Abteilung, die nur daran sitzt, unsere random.org-Zahlen zu generieren. Ich meine, ich erinnere doch nur das eine. Von random.org. Wie oft hatten wir den National Forest? Ich glaube auch dreimal, ne? Keine Ahnung. Deswegen ich mir diesen Joke mit Need for Speed National Forest erlaubt habe. Ja, stimmt. Das waren, glaube ich, sogar mehr als drei. Das war schon ziemlich häufig auf jeden Fall. Das war mindestens die Hälfte National Forest. Da musste ich mir den Spaß erlauben. Und eigentlich würde ich ja mir hier auch den Spaß erlauben. Hier ist halt so eine Mischung aus zwei Sachen, ne? National Forest und was war es noch? Irgendwas ja, nee, das, der Hauptteil ist hier die Spiegelsache. Achso, ja, das ist ziemlich häufig. Und CLK und 360 sind das. Ziemlich häufig? Autos. Wir haben genau zwei Strecken, wo nichts gespiegelt ist. Ja, so ziemlich häufig. Dass das hier nicht im Allgemeinen nicht so viele Strecken hat, macht es halt auch nicht einfacher. Dann wiederholen sich halt Sachen leicht. Außer Fall Ones. Ja, geil wäre, wenn du hier noch eine neue Strecke hinzufügen könntest und irgendjemand diese Streckenmap da von PS2 auf PC geportet hätte. Das heißt, du bist dieses Wüstending da. Ja, ja, ich hab's mir irgendwann mal falsch angewöhnt und Eselsbrücke Winds of Change von Scott. Ja, das ist ja super. Jetzt habe ich den ganzen Renntag ein Pfeifen im Kopf. Super. Ja, aber jetzt weißt du, das ist immer richtig zu sagen. Oh Mann. Oh Mann, der nimmt immer mehr Abstand und ich weiß doch warum, weil ich bin Hack. Ah. Ups. Nicht den Baum. Oh, ich kann diese Strecke nicht und Kirsch hat nicht mal Erbarmen mit mir. Hast du Scheiße gesagt, weil ich den Baum nicht mitgenommen habe? Ja, natürlich. Die Strecke ist einfach der absolute Horror. Diese Scheiß-Tropen, ich komme an dich einfach nicht ran. Die Strecke ist absoluter Horror, bringt hier aber wer weiß wie viel und hier eine recht schöne Textur rein. Hätte er eine Horror-Textur. Ja, irgendwie muss man die Strecke doch ertragen. Ja, komm, ich hab die auch. Muss die muss ja wenigstens einen positiven Aspekt haben. Wenn man jetzt so selektiv die Horrorabkürzung, keine Ahnung, irgendeine so Doom-Magma-Lava-Szene machen könnte, wäre schon witzig.
Aber du kannst ja nicht so einzelne Teile machen. Das wäre das Geilste der Welt, wenn das wirklich so du-mäßig wäre und das ist der Wasserfall, das ist dann alles Lava Blut und so. Runter oder irgendwas, ja. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Diese Untersteuer-McLaren untermalt diese Strecke auch noch so schön. Ja, der passt die halt hervorragend hin. Obwohl, dafür dreht er sich nicht so dauernd, wie der CLK es gerne tut. Mhm. Ach, das ist halt... Ja, das hab ich halt, das Problem habe ich ja mit dem CLK in der Regel nicht. Esse, wenn ich bin so müde wie gestern, dann habe ich das natürlich. Hast du wirklich so platt, oder was? Ja. Bin gar nicht. Mal sehen, man kann es zusammenfassen, dass so nach einer Viertel bis halben Runde der Rage Quit kam, dann war er wieder drin. Und dann nächstes Rennen so ähnlich. Ja, vielleicht übertrieben, aber. Aber wer um alles in der Welt war denn da? Da waren ja echt noch andere Leute, die ich gar nicht kannte. Hier, dieser Zombie war ja echt gut irgendwie. Der fährt da recht oft mit. Echt? Den hab ich noch nie gesehen. Weil irgendwie hat er selten gute Platzierungen gehabt, weil er dauernd gecrashed ist. Aber wenn der mal irgendwie vorne mit dabei war, dann war er echt schnell. Ja, also das hatte ich auch das Gefühl. Manchmal war er richtig schlecht und manchmal war er richtig gut. In dem Video, was, wie gesagt, gestern in meinem Video ist der auch mit drin gewesen. Ja, ein neuer war gestern da. Ein so Matt. Ja, und was der in der Vergangenheit für Zeiten gerissen hat, ist ja auch krank. Ja, angeblich, man weiß es ja nicht. Also man kann es halt nicht so wirklich nachgucken, ne? Man müsste halt mal sagen, wie sein ASAC-Name damals war. Ja, das bringt ja nichts, wenn die Seite dazu ja eigentlich down ist. Ja gut, ein paar Zeiten habe ich ja runtergeladen. Also auch nur von irgendeinem Datum und auch nur die ersten drei Klassen. Aber immerhin habe ich da welche. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her, oder? Ja, ja. Wie lange ist die Seite dazu down? Ich hatte heute, ich weiß gar nicht mehr, in einem der beiden anderen Discords einen Link eingestellt von der Wayback-Maschine. Tja, wenn ich mich jetzt erinnern könnte, dann könnte ich sagen, was der neueste Link war, Datum, wo es noch gab, aber ich bin mir nicht mehr sicher. War es 7 oder 8, also 2007 oder sowas? Aber das Blöde ist nur, bei der Wayback-Maschine ist halt eben auch, das Anzeigen der einzelnen Zeiten geht halt eben nicht. Weil das ist quasi ein dynamischer Link und der wurde halt nicht gecached, sondern nur die statischen Seiten wurden gecached und ja, da kannst du halt nicht so wahnsinnig viel sehen. So die Gesamtrankings und sowas sind da, aber die einzelnen Zeiten kannst du da gar nicht angucken. Ja, sehr unvollständig, stimmt schon. Ja, das ist halt eben, weil der Knopf zum Anzeigen war halt eben... Der hat ein Skript ausgeführt, der die ganzen Zahlen neu berechnet. Also alles, was hochgeladen wurde an ASAC-Zeiten, wurde erst dann in die Datenbank wirklich eingepflegt, weil einer diesen Anzeigenknopf gedrückt hatte. Boah. Das war quasi nicht nur so ein statisches Anzeigedings, sondern es hat halt eben auch das ganze Auswertungsskript auf der Serverseite gestartet. Und ja, das haben sie halt nicht, ja. Ja gut, wie viel Speicherplatz willst du bei archive.org haben, wenn die das bei jeder Seite mit den Skripts auch noch alles... Der Speicherplatz ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Nur die hatten ja nichts, was sie speichern konnten, ne? Sondern es wurde ja quasi jedes Mal neu berechnet und ja. Wäre cool, wenn sie die Dateien sogar noch hätten. Also zum N2-Track-Zentrum meiner Strecken zum Beispiel für Nice 2. Da hätten wir über 60 Custom-Strecken für Nice 2. Alter, Invisible Wall, ich schwöre. Einfach stehen geblieben. Aha. Das Spiel will mir also Gutes tun. In der letzten Runde, natürlich. Boah, immer lieber. Mitten auf der freien Strecke. Ich bin da schon 10 Millionen Mal lang gefahren. Ja, es ist manchmal wirklich komisch bei dem Game hier. Ich habe das mal auf der Coastal Parklands Graben gehabt. Ist auch interessant, oder? Komisch, es gibt Invisible Walls, da weiß man irgendwie, ja, da die passiert häufiger mal und auf einmal tauchen welche auf, die man noch nie vorher gesehen hat. Hier sind die Sprünge ziemlich konsistent, aber dafür die unsichtbaren Wände nicht. Komm immer Rennen dafür. Boah, war das knapp, leck mich am Arsch, Alter. Nee. Jetzt
fast wieder die Abkürzung da versemmelt. Aber, oh, die Kamera hat schon darauf reagiert, so knapp darauf vorbeigefahren. War schon der Crash-Sound im, angelaufen. Nee, der Crash-Sound nicht, aber die Kamera hat ihre Position. Ja, genau, so kurz gezogen. Die glitscht dann noch schnell wieder. Oh, doch genommen die Strecke, glitscht wieder rein. Jetzt hat er sich überschlagen. Ich warte die ganze Zeit, dass der Auto-Reset kommt und der kommt nicht und dann. Da gibt's den Knopf für. Ja, jetzt habe ich 10 Sekunden da bestimmt verloren, weil ich da manuell resettet habe. Ja, aber da würde ich dir empfehlen, nicht auf den Auto-Reset zu warten. Ja, wäre vielleicht sinniger gewesen. Och, mein schöner Vorsprung. Der ist weg. Der ist für den Arsch. Komm, noch 6 Runden. Und die Runde war auch noch besser zu allem dem. Aber du bist trotzdem vor mir, das ist ganz schrecklich. Ja, minimal. Ja, zum Glück. Mehr zum Glück war der Crash vor der Selbstmordabkürzung, sodass ich dann in der Selbstmordabkürzung wieder vorbeifahren konnte. Ja, ja. Oder Folter, oder welche war es denn jetzt? Nee, Selbstmord. Nee, das ist der Selbstmord. Ich verwechsel das immer. Alter, ich kotze, deine Rundenzeit ist schneller als meine. Ja, aber da hat er nicht mal... schon wieder. Da hat er aber beim Ausgang der Selbstmordabkürzung nicht mal mehr ein Pixel zwischen Auto und mir, zwischen Auto und Leitplanke gepasst, oder Zaun besser gesagt. Okay. Darum hat die Kamera schon gezuckt, wie gesagt. Die musste ihre Position auch nachkorrigieren, so knapp weiter dran vorbeigefahren. Also, da hat kein Pixel mehr zwischen gepasst. Hä? Waren da nicht noch zwei andere, die mitgefahren sind? Oh, du bist aber gemein. Ach, guck, da ist einer. Ja, nun sei mal nicht so pessimistisch, ne? Also, hätte Stevie das Lenkrad dran, hättest du jetzt noch 3 Minuten warten müssen. Verstehe ich gar nicht. Das Lenkrad gerade bei diesem Spiel nur, oder wie so schlimm ist? Naja, Stevie hat wohl allgemein ein bisschen Probleme mit Lenkrad, wie es aussieht. Ach so, ich dachte jetzt speziell bei dem Spiel. Aber nimmst du jetzt überall Controller, oder was? Ja, außer bei Nizza 2. Ja, ja, okay. Nice 2 nicht, weil... Ja. Der eigentliche richtige Hauptgrund ist, dass das Spiel ja Probleme hat, wenn man plötzlich das Eingabegerät austauscht. So, ich bin gleich wieder da, ne? Jupp. Oh, das Mikrofon ging aus. Man hat's ja gehört. Der hat mich damit vorhin schon komplett... ja. Oh Mann, das war eine Bestzeit und die war trotzdem schneller. Da kannst du mal sehen. Habe ich dich auf meiner Hassstrecke platt gemacht? Ja, das ist ja noch schlimmer. Auf meiner Hassstrecke. Oh, bisher ist bei meinem Arsak alles grün. Also so schlecht kannst du mir heute gar nicht gehen. Keine Ahnung, ich habe Arsak nicht im Blick. Ich frage mich eigentlich, warum ich es im Hintergrund laufen lasse, wenn ich es mir sowieso nie anschaue. Naja, speichert es ja zumindest in der Datenbank, ne? Achso, welches Auto? Ich habe gerade nicht nach Mercedes. CLK. Ne? Jetzt fängt der CLK an. Aber Tomete ist ja eh noch nicht da. Ich wähle noch nicht aus, ich warte noch. Ja, du kannst auswählen, es ist ja manueller Start. Guck ich mir die Strecke halt an, wie sie sich hier dreht. Nee, es ist ja manueller. Achso, ja, das auf jeden Fall, ja. Dreht sich die Strecke. Sehr gut. Durch diese Gesangseinlage ist das blöde Pfeifen von den Scorpions endlich wieder weg. Nein! So. Hauptsache, wir haben erstmal zweimal hintereinander National Forest mit rückwärts gespiegelt. Ist genau das gleiche. Runden und dann nachher mit 6 Runden. Ja. So, jetzt CLK GTR, ne? Jupp, ja. Dann bin ich dran. So. Dann nehme ich mal den gleichen. So, Vollgas. Vollgasstrecke hier. Naja, fast. Fast. Die erste Kurve ist ein bisschen kritisch mit Vollgas. Ja, mach du mal. Also jetzt vom Start mache ich das auch, aber später überlege ich es mir nochmal. Ja, ne? Okay, nee. Obwohl, du wirst lachen, ich habe es einmal geschafft mit Vollgas. Nö, ich schaffe das regelmäßig, wenn ich vorher bald gecrashed bin. Nee, tatsächlich mit einer guten Runde, aber das ist sehr kritisch. Da musst du wirklich genau den Winkel schaffen.
Also ich riskiere es lieber nicht. Feigling. Feigling. YouTube freut sich wieder über diese Strecke. Natürlich. Wieso? Ist die aufwendig zu rechnen? Ja, mit unseren Texturen schon. Welche war das nochmal? Na, dieser komische dunkle Wald da. Wo es ein bisschen stumpfig ist. Ein paar Bäume verwelkt aussehen und... Aber nicht die mit der kaputten Straße. Nein, das war Coastal. Ja, die ist aber auch schwierig für YouTube. Ich glaube, am schlimmsten ist National Forest. Ja, die Straße ist das Problem, weil die so... Ja, nicht eine glatte Fläche, sondern diese Maserung da hat. Oh. Holy... Alter, was springe ich denn? Hallo? Das war saugefährlich eben in der... Oh. Ja, saugefährlich reicht nicht. Du musst dann schon durchziehen. Ja gut, die Abkürzung hier verkacke ich gerade komplett. So, Mädchen, wir sehen uns dann irgendwann im Ziel. Ja, bis dahin. Weil das hat mich jetzt komplett rausgeworfen. Ich bin ganz hinten. Ja, stimmt, ist ja keine Tropenstrecke. Na, der eine Jump war gerade so komplett unnötig. Hat mir die komplette Abkürzung verhauen. Ja, bei den Tropen bin ich eigentlich... Hast du wohl den falschen Spot erwischt. Wenn Stevie nicht komplett scheiße baut, bin ich im Tropennetze. Ist halt Naturgesetz. Oh je, das Auto kommt da näher. Das schmeckt mir gar nicht, das lilane Auto oder was auch immer das da gerade ist. Das ja, bei näher. Mir ist es rot. Bei dir ist es rot, okay. Den Schlamm Segelwerk habe ich aber auch gerade scheiße genommen. So, diesmal bitte weniger gefährlich hier durch. Ja, so gefällt mir das besser, so ein bisschen entspannter so Auto. Jetzt, ich weiß, dass ich die auch bei Vollgas fahren konnte. Du kannst nur die erste Kurve nicht Vollgas fahren. Alles Vollgas, knall ich gegen jede Wand. Jede. Sowohl die beide Abkürzungen wie auch bei der normalen Route. Also gleichzeitig. Muss ja dann beide Wege fahren. Irgendwie. Ja klar, natürlich. Ich habe mich geklont. Wusstest du noch nicht? Nicht schlecht. Ich finde es interessant, dass der Mercedes das Sägewerk mit Vollgas packt. Ja. Das ist echt spannend. In eine andere Richtung kriege ich das sogar noch hin, aber irgendwie jetzt gerade. Mein Abstand wird geringer, ich sehe das wohl. Ah ja, doch, jetzt komme ich mit Vollgas gut durch. Ja, musst halt einfach nur wirklich links von der Straße runter zum Ausholen. Ajo. Das ist crazy, dass das geht, aber es geht. Ach was. Oh Gott, jetzt hast du mich. Irgendwie wollte der nicht rum. Der wollte einfach nicht rum bei mir. Da musste ich mich leider retten. Ah, wäre natürlich schöner, wenn du da vor der Laterne geparkt hättest. Das ist ein Schild. Ein was? Das ist ein Verkehrsschild. Ach so. Ein Ortsschild, das ist keine Laterne. Oh, dafür ist das natürlich ist ziemlich stabil. Inne, das ist jetzt bei ihm eine... Fuck, Laterne. Ja gut, Laterne, Alter, die könnte man ja... Karre, wirklich. Laternen könnte man ja gebrauchen, wenn es, Und wieder die Abkürzung verrunzt. Ich will am besten einen Riesenabstand am besten haben, wie es aussieht. Wenn es Dach gäbe, könnte man ja hier, Straßenlaternen gebrauchen, Alter, aber... Karre, no! Boah, der Sprung war ein bisschen zu doll, Auto. Aber der Spot war nicht gut. Und Kirsche zieht dadurch noch weiter davon. Aber Verkehrsschilder sind ja komplett überbewertet. Ja, vor allem, weil ich dachte, muss mal drauf achten, ich dachte, die sind nicht so stabil. Oh, was ist das denn? Ah, scheiße, jetzt habe ich es wieder nicht hinbekommen, die... Auto? Die Sägewerke, ja, da kann man... Oh, tatsächlich, ja. Ach so ein großes Verkehrsschild, ja.
Ja, damit ich jeder lesen kann. Ich hab noch nie da oben hingeguckt. Immer nur, da ist so ein Pfosten im Weg, egal was oben dran hängt. Ja. Aber ich finde ja den Drehzahlmesser irgendwie vom CLK GTR immer interessant. Also normal hat man ja einstellig oder zweistellig, aber der hat ja dreistellig. Echt? Das ist... Ja, eine andere Einheit halt. Aber ich glaube, der ist der einzige im Spiel, der das so hat, oder? Kann sein. Oh, noch nie so richtig drauf geachtet. Das heißt ja gut, es gibt ja auch ein paar Autos, die fahre ich Third Person. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an. What the fuck? Ja, genau. Aber beim CLK GTR, da geht das hier überhaupt nicht. Und wer war es gestern? War auch dieser Zombie oder so, ne? Der hatte Tomete sogar gesagt, er solle mal nicht Third Person fahren. Also der hatte kein Auto gewählt, der hatte beobachtet. Und da kann man offenbar beim Beobachten sehen, welche Kameraperspektive der Fahrer fährt. Das war mir jetzt irgendwie auch nicht so klar. Nee, eigentlich nicht. Na gut, aber der hat es halt gesagt und genau in dem Moment hat der Tomete wohl auch Third Person. Ein Zufall wohl. Der ging wohl davon aus, dass er das benutzt. Ja. Der hat gedacht, der fährt so scheiße, der muss Third Person fahren. Wobei halt bei manchen Autostreckenkombinationen, da ist es halt wirklich so, dass ich es dann besser kann. Nein. Also achso, was war das denn gerade? Ja. Boah, Cash ist stark auf der Strecke, ja. Also CLK geht ja halt grundsätzlich nicht, aber Beispiel DNF1 eben, den bin ich Third Person gefahren. Wirklich? Okay. Alter, wenn ich das machen würde, würde ich ja noch mehr mitnehmen, als wenn ich mit dem Gamepad fahren würde. Ja, dann musst du beides machen, das könnte sich wieder ausgleichen. Nee, dann das kombiniert sich das dann. Das könnte sich auch kombinieren. Das kombiniert sich zu einem riesengroßen Desaster dann. Jetzt habe ich auch Scheiße gebaut. Ich komme da sowieso nicht an die Schramme, also macht nur keinen Fall. Also was ich gerade gemacht habe, das war wirklich fatal. Dass es überhaupt Menschen gibt, die mit einem Gamepad spielen können. Also. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das ich nicht ganz nachvollziehen kann. Was ist der Unterschied zwischen Gamepad und Controller? Keiner. Okay. Also ich wüsste, also sprich, Stevie fährt mit dem Gamepad sozusagen. Ja. Okay. Ach Mensch, wieso kriege ich das denn jetzt nicht mehr hin? Eben ging's doch. Diese eine Stelle von der Strecke finde ich ein bisschen zu dunkel bei unserem Texturpaket, ey. Wo die zweimal nach links geht, einmal außen nach links und einmal innen nach links. Achso, wo die Strecke sich teilt, also. Ja. Jetzt kommt Steven natürlich ran, weil ich zweimal so die eine Stelle ist dunkel im Bärenarsch. Gut, dass ich nicht weiß, wie hell es in einem Bärenarsch ist. Ja. Aber weiß erst. Natürlich, in der schönen Forest wird es bestimmt ein paar Bären geben. Ja, das heißt ja nicht, dass man dann rausfinden muss. Wie der Bärenarsch aussieht. Na, wie hell es da drin ist. Ja. Ich stelle mir das da drin ziemlich dunkelbraun vor. Oh, zu viele Details. Nein! Ach, das muss doch jetzt nicht so was sein, jetzt in der letzten Runde. Wo hast du denn jetzt nochmal den Vorsprung maximiert? Ach komm, fahrt durch da jetzt. Was wie, ihr seid schon im jetzt? Ziel, was ist denn da los? Als die gerade so... Ja. Oh, da ecke ich da mit meinem Heck irgendwo noch an den Baumstamm an oder was auch immer das jetzt eben war. Mann! Das war jetzt auch völlig unnötig. Paar Sekunden. Und diesmal bremse ich beim Sägewerk, ist mir scheißegal. Hauptsache ich bleib zurück. Bremsen brauchst du nicht. Vom Gas gehen ein bisschen, das macht das deutlich sicherer auf jeden Fall. Was sagt dein Asak zu meiner letzten Runde? Ja, das kannst du noch nicht sehen. Achso, ja, das sagt er erst nachher, ne? Auf jeden Fall hast du eine höhere Topspeed. Wie viele Fehler hast du bitte gebaut? Eigentlich nur zwei, aber die waren beide so extrem fatal. Deswegen sehe ich dich nämlich auch wieder. Das war jetzt echt mal massiv ärgerlich. Grrr. So kann ich mich nicht an Kirsche ranhalten, Mann. Die ersten Rennen liefen doch gar nicht mal so scheiße.
Ja gut, ah. So groß. Obwohl, ist der Cash hat schon ein paar Sekunden gekostet, ne? Ja, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße für die Punkte. Wir brauchen ein paar HSV-Coupé-Rennen jetzt. Das Rennen war total scheiße. Der Sieg gehört... War gar kein CS50. Dummerweise sehe ich bei... Ah ja, doch, ich sehe ja meine. Fahren wir doch bitte nochmal eine schnelle VS. Was war meine letzte Runde, Kerscher? Die vorletzte Runde war 12 Sekunden länger 18, als die anderen. Ich habe da 12 Sekunden verloren. Vielleicht fahrt ihr jetzt ja besser, weil wir fahren die Strecke nochmal, aber mit dem 360 Spider. 6 Sekunden langsamer war deine letzte Runde. Also 1,23, oh Gott. 24. Alter, also 6 Sekunden langsamer als die davor. Ja, toll. Achso, die davor war die schnellste. Nee, aber Gruselig. Aber sie ist positiv. Oh, die war genauso schnell wie Stevies schnellste. Oh, Tomate, 2 Sekunden langsamer als Stevie. Na gut, also die schnellste Runde. Ja, die letzte Runde hat Stevie noch mal richtig reingehauen. Ja, genau, die letzten beiden Runden waren beides 24er. Kein Blau möglich bei dem Ferrari? Was ist das denn? Nein, den kann man nicht in Blau machen. Das finde ich sehr belastend. Belastend. Oh, ihr habt schon. Ja. Achso, ich muss noch mal eben gucken. Mikrofon muted. Ja, alles gut. Ich brauche meinen Profiler ja nicht über mich. Mikrofon activated. Kann ich verstehen. Haben wir die Strecke halt noch mal. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Diesmal nicht 7 Runden, sondern 6 Runden. Das könnte genauso lange dauern. Mit dem Auto, das sich total scheiße fährt. Was? Das ist ja super! Das ist der schnellste der Klasse. Der 360 Spoiler hat das beste Handy vom ganzen Spiel. Zum Mittel, das Auto fährt sich total scheiße. Moment. Du hast schon ein paar Mal gesagt, der F50 hatte das beste Handy vom ganzen Spiel. Ja, aber... Was ich nicht nachvollziehen kann. Ja, aber... So betrachtet... Der glaube ich sogar noch besser. Ja gut, näher nicht unbedingt. Der F50 muss man ja auch die Geschwindigkeit berücksichtigen, ne? Die auf die Geschwindigkeit. Ja, aber dann hat der Elise das beste Handling. Bei der Geschwindigkeit brauchst du nicht viel Handling. Ja, bei dem Elise, wenn der dreimal fahren würde, hätte der gar nicht mehr so ein tolles Handling. Ja. Also demnach der F50, der schafft es bei hoher Geschwindigkeit so gut zu lenken wie dieses Ding hier. Und ich glaube nicht, dass der auf hohe Geschwindigkeit noch so fahren würde wie der F50. Da wird er bestimmt ziemlich untersteuern auf einmal. Aber er fährt sich halt sehr stabil. Ja, das stimmt. Das scheint Kirsche zu mögen, wenn sich Autos sehr stabil fahren. Oh, runterschalten darf man mit dem nicht, da verlierst du gleich 10 km/h. Bei der manuellen Schaltung ist das so, bei Automatik verlierst du da gar nichts. Alter, warum habe ich denn so Weitsprung angepackt gerade hier? Ich springe und ist mal 10.000 Kilometer weg. Ja. Du nimmst da nicht den richtigen Spot. Das ist bestimmt der große Berg, ne? Ich hatte vorhin auch die eine Stelle, wo du diesen einen Sprung hast, bevor du irgendwann zum Sägewerk kommst. Ich dachte mir, ja gut, wie weit möchte ich denn noch fliegen? Ja, beim Sägewerk, wo die drei Sprünge da sind, oder? Ja, bei diesem einen Grün. Alter, was mache ich denn für eine Scheiße heute? Mensch, ich fahre hier so. Ja, ich mache auch gerade Scheiße, Mann. Also, irgendwas hast du gemacht, zumindest, ja. Geh ich jetzt mal vorbei. Das bist du nicht so scheiße, dass ich dich sehen kann. Oh, ihr liefert euch da mal ein bisschen, da. Könnte ich bitte mal normal fahren, anstatt mich zu drehen, irgendwo hinzufliegen oder gegen eine Wand zu fahren dauerhaft? Wirklich. Doch, echt nicht einfach nach der Arbeit die Konzentration zu wahren hier, aber meine Güte. Ey, echt ist jetzt irgendwie Dauerwochenendarbeit angesagt oder was? Nee, ich darf jetzt endlich wieder. Ja, aber wenn dann Wochenende oder weswegen? Ja, Heidepark ist halt unterschiedlich, ne? Ach so, du, aber dieser Vergnügungspark. Naja, schon immer. Nur Corona hat es ja verhindert. Das hat es aber schon mal erzählt. Das hört sich ja auch mal nach einem coolen Job an. Was übrigens viele sagen, wenn die Pandemie durch ist, werden viele Arbeitsjobs riesen viele Überstunden machen müssen. Damit wir jetzt alles wieder rankriegen. Ich habe ja Konzentrationsschwäche auf der Strecke, ja.
muss mich zusammenreißen. Deine Probleme, die hätten wir gerne, glaube ich. Ja, ich hab sie mit Kirsche, du hast sie mit Steve. Nö, hat er nicht. Na gut, aber manchmal schon. Bei Tropen habe ich die auch nicht, weil da steht es eigentlich nicht zur Debatte, dass ich besser bin als Stevie. Ich muss ja unbedingt in der ersten Runde Fehler über Fehler über Fehler machen, damit die Mitte weg ist. Ja gut, in der ersten Runde kennt man die Strecke noch nicht so genau und obwohl, Moment! Ich wollte es gerade sagen, also... Ach. Die Strecken kennen wir schon, das ist nicht das Thema. Boah, ich brauche immer irgendwie, ich muss mich wieder daran erinnern, was jetzt wie wo genau war. Also ich meine, im Prinzip weiß ich die Strecke, aber wie man sie dann mit dem Auto fährt. Also in der ersten Runde macht man mehr Fehler. Das passiert ja, das zumindest auch so. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Ja gut, das schon. Fehler, das schon die richtig. Keinen Sinn ergaben. Darum tue ich die ja noch einmal anfahren alle. Obwohl man sie natürlich kennt. Das Auto macht es halt das Witzige. Wenn man jetzt Public fährt, da fährst du ja eh immer das gleiche Auto. Ich will diesen schwarzen Punkt da hinter mir nicht los. Was war nochmal der Knopf für die Landminen? Falsches Spiel. Ja, du wolltest ja Gasgas das nicht spielen. Da, wo du die Chance hattest. Das Spiel ist nichts für mich sein, deswegen... Da hattest du die Chance, so richtig um dich zu ballern und er nutzt das nicht. Ich glaube auch nicht, dass er das nochmal anpacken wird, das Spiel. Ich glaube, da mache ich lieber eine Pause an dem Wochenende. Weil ich glaube, Kirsche mag generell nicht so gerne Shooter, ne? Och, naja, also... Momentan spiele ich schon Ewigkeiten keine, das stimmt schon. Aber so Doom, die verschiedenen Versionen, Wolfenstein, Quake, das war früher wenn schon ziemlich häufig. Wenn wir in Nice 2 das genauso durchziehen würden mit Schießen, wie es das, würde auch Nice 2 nicht mitfahren. Aber was hast du denn dann gegen Gasgas los gehabt? Es passt einfach nicht zusammen. Doch, das passt perfekt zusammen. Du wirst ihn nicht umstimmen können. Nee, das ist mir schon klar, das wird nichts. Genauso wie man dich nicht umstimmen kann, und ich weiß, dass Ravage das jedes Mal versucht, wenn Underground 2 gehostet wird. Will nicht wissen, wie oft du Nachrichten bekommen hast mit Spiel doch mit. Joa, gestern war das. Ich weiß, gestern habe ich es ja auch gehostet, weil er es ja nicht hosten kann. Das Spiel spiele ich nicht. Das ist wie Kirsche mit Gasgas, so mag ich Underground 2. Ich mag das Game nicht. Wärst du nur auf Halbgas zur Miete? Alter. Hey, ich bin ganz schön rangekommen, deswegen. Das ist schon eine gemeine Frage. Och, Mann! Das kann ich endlich mal leer. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ganz leicht die Wand berührt und... Ach, Mann! Es gibt doch Kratzer im Auto. Ja, das ist der Motor. Ja, das Beste ist, es summt und es ist gelb. Ach so, es sei denn, du hast ein gelbes Auto. Das könnte ja sein. Oh, ach so, Tomete. Ja, es ist Tomete. Und selber wegschmeißen bin ich ganz großes Kino. Kinos? Was sind das? Na, die gab's mal vor Corona so. Ich hab's noch nie verstanden. Irgendwie ein großer Häufer uns zusammen Fernsehen guckt. Kommt der Wagen hier so schlecht in die Gänge in den Wald? Also, da muss noch mal ein bisschen mehr gehen hier. 260 ist schon Ende, na, 265 ist mal immerhin. Na, das Summen wird leiser. Leise. Irgendwie hat sich Tomete gerade nicht festgefahren. Tja, Halbgas reicht halt nicht. Halbgas mit Temperatur, wie macht Tomete das? Er drückt nur noch so wie. Oder Falltaste. Er drückt nicht durchgängig so, weißt du? Nein, ja. Also ich schätze mal, er fährt die Sachen halt anders und deswegen habe ich
ihn plötzlich irgendwann überholen können. Ja, Fahrer fahren unterschiedlich, stell dir das vor. Echt? Ja. Ich dachte, alle fahren gleich. Ja. Und zwar alle gleich schlecht. Ja. Das wird dann bestimmt bei Project Cars passieren. Alle gleich scheiße. Gut, dass ich das Spiel nicht habe, also nicht mitspielen. Oh, das kannst du mitspielen. Das kann man dir schenken. Das kostet nur noch 10 Euro vielleicht. Da kommst du nicht von weg. Du willst mir eine Simulation antun? Du hast auch nichts aus dem Porsche überlebt. Das finde ich am Stock-Setup ehrlich gesagt schlimmer als eine Simulation. Das Stock-Setup ist absolut scheußlich. Ah, jetzt hat er mal einen harten Flug gemacht hier. Ja, und bei der Aufgabe hat er auf einmal 246 drauf oder was? Dieses Auto macht mich fertig. Deswegen darfst du auch gleich zweimal hintereinander den CLK fahren. Gott, da war keine Runde gut, glaube ich. Ich glaube, die waren alle scheiße, weil die alle Fehler hatten. Oh, oh. Ja, der CLK ist ein gutes Auto. Ja, aber auf Wine Country und Tropical Sunset. Aber halt eben nur zwei Runden und Point to Point halt eben. Ja, zwei Runden und Sprint. Ja, auf Mediterranean passt der CLK bombastisch den drauf. Fahren wir aber nicht. Auf Wine Country ist doch Mediterranean. Also von ja dem, gut, wenn man es so nehmen Gegend, will, ja, klar. Ja. Ach so, du meintest Paradise. Nee, yeah. ich meinte das Gebiet jetzt gerade. Ach so. Weil auf diesem Gebiet passt der CLK durchweg gut. Da hast du zwei Runden, dann kannst du den da nutzen. Ja, zwei Runden kann ich einen Unfall bauen. Weil das kann ich heute am besten. kann ich auch. Wo hast du denn den Tomatensalat gelassen? Da kommt das gelbe Gebrumme. Sieht gar nicht aus nach Tropen hier. Ein Glückwunsch, du hast gelber das Rennen Tomatensalat. Gewonnen. Oha, den würde ich aber mal austauschen, du. Ja, fünfte Runde habe ich wieder 8 bis 9 Sekunden mehr jetzt bei den Wahlen. Ja, du hast dich da aber auch auf einmal so festgefressen. Irgendwie. Die fünfte Runde war richtig schlecht. Ja. Meine Runden waren alle scheiße. Ja, ihr könnt das über Dinge schauen immer, ne? Zumindest waren sie sehr konstant. Was war das CLK, war das? Ne, ihr habt ja auch gesagt gehabt, ja. Gespiegelt! Zwei Runden! So. Okay. Fahren wir den mal in der Farbe. Ich fahre den jetzt mal. Ja gut, bei Kirsche ist ja eh alles anders als das, was ich auswähle. Ich sehe es eher umgekehrt, bei dir ist es anders. Ja. So. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal verkacken? Jo. So, jetzt geht das etwas langsam unterwegs. Den überholen wir jetzt mal ganz geschwind. Ja. Und der Kirsche überholt mich ganz geschwind schon mal. Nein, was mache ich da? Hilfe! Ah! Also ich bin jetzt rot bei mir. Nee, du bist. Ich glaube, das nannte sich Gold oder Silber. Sowas. Silber bin ich bei dir. Silber? Oder so dunkelgrau irgendwie. Ja, genau, dunkelgrau. Das Standard-Silber ist es definitiv nicht. Okay. Und ich glaube, das war das, was ich Gold nannte, auch wenn es nicht wirklich nach Gold aussieht, die aber. Die Packs müssen ein Safe komplett. EA nennt ja auch einen lilanen Porsche blau. Stevie, ich habe angefangen, ein Gesamtpack zu machen. Ich habe es mit Tomete noch, muss ich noch absprechen und mit Demon noch absprechen. Und dann machen wir mal einen Pack, wo alle Skins drin sind. Und dann haben alle ja, die gleiche musst, Version. Warte mal, der eine Skin hatte doch bei uns komplett einen. Das hat er auch schon gefixt. Ja, der Mustang fehlte noch, falls du den meinst, den habe ich inzwischen fertig, ja. Ich glaube, war das die totale Scheiße, die Probleme machte? Die totale machte? Scheiße. Achso, ja, genau. Mit so vielen Leuten. Das habe ich auch. Also ich. Du kannst ja nicht mit vielen Leuten testen, aber das müsste repariert sein. Ja, hast du ein S3TC draus gemacht, schätze ich mal, ne? Eieiei. Oh, das war ein schöner Stunt. Das war ein heftiger Abflug. Ja, aber wenn du es ja fertig hast, dann kann man es ja dann alle nutzen, dann passt das sogar wieder. Naja, sobald das vereinheitlich ist, mit dass alles passt, muss halt eben noch getestet werden. Dann geht der eine Zip mit allen dann alle rum.
Ach, er nimmt immer diese Stelle da. Und da war original noch ein Bug in der original TS50. Okay. Was? Also die haben da irgendwie eine Caller-ID ausgewählt, die es überhaupt nicht gibt. Und das hat er dann, ja, das ist ein bisschen durcheinander gekommen. Das Seltsame ist, war dann irgendwie, deswegen ging halt eben auch die totale Scheiße, also die neue Farbe nicht richtig bei meiner Version. Am Anfang, hat eine Stunde gestern gekostet. Wow. Das ist echt krass, da hast du quasi im Offline-Modus hast du als letzte Farbe noch so ein Grau und im Online-Modus gibt's die einfach überhaupt nicht. Und wenn du dann dahinter eine neue Farbe hängst, dann kommt halt alles Mögliche durcheinander. Das war dem Spiel zu viel und deswegen hatten wir da letztens so riesen Probleme mit. Ah, dass der Grund war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war es auch ein Bug, weswegen es dann bei mir erstmal nicht ging. Das zum Thema Unfinished Game. Na ja, gut, das haben die einfach nicht gemerkt, dass da eine Farbe fehlt sozusagen, ne? Die haben so vieles hier nicht mehr gemerkt. Hier ist doch so einiges und wow, unfertig. Macht auch keinen Sinn, dass man Replays ansehen kann, aber nicht speichern kann. Es nervt sogar, dass man noch nicht mal die Leute spectaten kann. Ja. Du bist am Ziel und darfst dann da erstmal warten. Ja, oder dass du den Spieler nicht wechseln kannst, wenn du spectatest. Macht auch keinen Sinn. Alles unfertige Features. Das Spiel ist so unfertig in allen Ecken und Kanten, das ist echt schon traurig. Ja gut, das sind halt eben Kleinigkeiten, die halt nett gewesen wären. Die werden sich ja wahrscheinlich eher auf irgendwelche wichtigen Sachen konzentriert haben am Ende. Irgendwelche Bugs, die noch nicht funktionierten oder sowas. Ja. Irgendwelche Bugs, die noch nicht funktionierten, ja. Ja, genau. Die waren noch nicht so richtig verbuggt, die mussten nochmal nachgebuggt werden. Moment, hier ist ein Bug, der ist noch nicht schlimm genug. Lasst uns den mal noch verschlimmern. Den kann man verstecken, indem man ihn seltener passieren lässt und Die Frame-Duplikation war noch nicht drin, da haben sie fleißig dran gearbeitet, dass die Engine hinbekommt. Wir haben das schöne Frame-Duplikat-Feature. Das hat keine andere Engine. Doch, Miss Wanted. Aber zumindest zur damaligen Zeit waren sie damit eins. Ach, jetzt fährt der mir hier weg. Ja, wird ja auch mal Zeit. Meine Güte. Das bügelt meine National Forest Crash mit 6 Sekunden auch nicht aus. Na, schauen wir mal. Es war auch ziemlich lange. Die zweite Hi. Runde war ungefähr gleich schnell. Also ziemlich genau gleich schnell eigentlich. Okay. Und erste Runde, ja. Da werden wir gleich sehen, wie viel Zwiebel kostet das. Du bist Zweiter. Yay. Naja, 4 Sekunden. Trotzdem. So, nächstes. Doppelter Sunset. Und wieder circa. Rückwärts gespiegelt. Okay. So, na komm. Wir den diesmal in der Farbe. Also bei mir war der Ladebalken so beim Viertel, als du das gesagt hast. Ach, fuck. Ich habe einen Fehler gebastelt. Ach, was denn? Ich habe Fortomete gewählt. Sorry. Dann will ich noch mal aus. Guter Trick. Du bist richtig rum. Ändert doch sowieso nichts. Ihr haut doch sowieso gleich ab. Ja, egal. So. Ja, aber nur, weil uns Tomete so guten Windschatten gibt. Windschatten. Ja, genau. Ja. Wenn man nur ganz doll dran glaubt. Was? Ah, oh, ich muss nochmal neu starten. Was zum... Können wir jetzt auch mal endlich weiterfahren? Ja. Ja, wie oft soll ich die Karre denn noch auswählen? Ja, sieht's positiv. Weißt du, wo die erste Abkürzung lang geht? Komete? Okay. Ja, vielleicht dürfen wir jetzt weiter, außer Dennis sagt, wir müssen schon wieder von vorne. Nee, jetzt dürfen wir, das dürfen wir wirklich. Wirklich? Ja, bin mir ja, da ja. Noch nicht so sicher. Ja, warten wir es ab, warten wir es ab. Oh, ich fahr jetzt los, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, jetzt ist okay. Lass mich gerade, Lenkrad hat nicht gearbeitet. Oh, ich war auch nee, mal das ist Schaltung. Das hat er so schnell nicht gefixt bekommen. Ich war auf manuelle Schaltung. Ah, oh, sehr tapfer. Ich kann manuell schalten, ist ja gut. Ja, nee, da hatte ich keinen Bock drauf.
da ich das am Rennstart mitbekommen habe, war das dann noch nicht schlimm. Nicht jemand. Oh, muss der hier kommen. Komm da, rum. Ah ja. Kirsche. Natürlich. Natürlich, das sieht gerade. Ja genau, ich habe eigentlich eingelenkt, aber die Karre dachte, ey, hallo Wand! Ja, hast du das Auto wohl überfordert. Möglich. Zu viel Speed wahrscheinlich drauf gehabt. Oder Winkel der Kurve hat nicht gepasst. Oder beides. Ja, das kann auch sein. Oder die Kurve mochte mich nicht. Das ist auch noch eine Möglichkeit oder eher so gar nicht? Oh, das ergänzt sich halt. Meinst du? Ja, ja. Wow, 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 wow! Ja, ein bisschen zu viel abgebremst eigentlich. Ja, besser als zu wenig. Och Mann! Da ist eine Abkürzung, die man nehmen muss. Das ist so blöd. Ich wollte es gerade noch sagen. Story. Oh Gott, Untersteuerung. Oh, wie wohl. Zum Glück haben sie über Trupp des Sunset die Selbstmutterküssen weggelassen. Schade. Aber die Abkürzung und zur Miete, ne? Oh, was machst du denn das ist dann? Willen, ich weiß auch nicht. Irgendwie die Kontrolle verloren. Und dachte dann, jetzt wäre es sicherer, außen lang zu fahren, aber war es dann irgendwie gar nicht. Ach so, hast dich mit der Säule ein bisschen Slalom gespielt quasi. Ja, bin davor irgendwie ein bisschen ins Rutschen gekommen und dann, ja, dachte ich mir, vielleicht ist jetzt außen die sichere Variante. Aber ja, nach außen kam eine Wand. Ja, und wie war die Wand so? Ja, die war scheiße. Das war aber erstaunlich schnell schon da dran, what the fuck. Ja, ja, es war kein Crash, es war zum Glück also auf die Seite gekippt, aber wieder zurückgefallen und konnte weiterfahren, also kein Reset oder sowas. Ach, was ist denn das für ein Unsinn? Ja, also man kann ja wenn dann nochmal Glück im Unglück haben, oder? Nee, du nicht. Ja, offenbar kann ich's doch, hat ja geklappt. Für was? Dennis ist das Unglück. Also Alter. jetzt hast du es aber, das war die Rache, das war Karma. Mann! Die haben Karma gerufen. Alter, das gibt's doch nie. Wie kann man denn da einen Fehler machen? Alter, es ist eine der rutschigsten Abkürzungen überhaupt und indem man abfliegt, kann man da einen Fehler machen. Das war. Ich hab die richtig genommen, ach, das war trotzdem ein Fehler. Oh, das ist so blöd. Ich hab sie noch gesehen und irgendwie hat mein Kopf gedacht, nee, fahr da mal bitte nicht rein. Ach, das ist doch so zum Verzweifeln. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie. Ich sehe sie, meine Hände sagen, nö. Die ja, Hände sogar schon. Ich fühle heute irgendwie gar keine Abkürzung, wie es aussieht. Ich sah die Abkürzung, aber irgendwie hinlenken? Warum? Das war halt sowas. Für 4 Sekunden Abstand zu Kirche, das kann mir nicht leisten, Mann. Das ist heute wieder in seinem Mecker-Element. Das ist echt zum Verrücktwerden. Nicht jemand? Ah. Yo! Oh, Alter, hallo! Fahr jetzt bitte nicht nochmal einen Unfall! Fahren! Einfach fahren! Wie viel Zeit mir das gekostet hat, hat einfach, ey. Ja, stimmt, das war eine ganze Menge. Davor warst du noch vor mir, weil ich da gecrashed hatte. 7 Sekunden hat es mindestens gekostet, also wahrscheinlich dann eher 8-9. Das ist so frustrierend. Ich habe 2 Crashs hintereinander, die mich erstmal komplett auf 0 km/h gedruckt haben. Ich verliere gegen dich, weil ich die Fehler reinknall. Das ist. Das ist ärgerlich dann. Das war gerade. Also, das überlasse ich dir. Mir ist letztendlich egal, warum du verlierst. Das kannst du dir aussuchen, wie du möchtest. Mhm. Haben wir schon gesagt. Jetzt haben wir Calypso-Cross mit dem 360 also, Spider. Na, wenn du meinst. 7 Runden. Wieso baue ich da auch so ein Ach, ich verstehe manchmal. Aber das nicht, ist eine rutschige Abkürzung, oder? Da ist es jetzt nicht ungewöhnlich, da abzufliegen. Ja, aber das Auto war ziemlich stabil und ich mache trotzdem Scheiße, weil ich wie ein Behinderter gelenkt habe. Dennis, mach schneller Motor, Jesus läuft.
Ja. Oh, ich muss mal kurz, ich weiß nicht, ich bin in 3 Minuten wieder da oder wieder dauert das Meeting. Ja. Abgelehnt. Ach, verdammt. Wir fahren dann auch ohne dich weiter. Ja, hol dich wieder auf. Ladebalken. What the fuck? Verbindung unterbrochen. Überprüfe die Verbindung und startet einen neuen Versuch. Tja. Okay. Steht bei mir auch. Ah, jetzt muss ich mal wieder, oder? HP2 ist gecrashed. Das ist interessant. NFS HP2DS. Wer mit seinem Server ist das denn? Gute Frage. Aber leer. Aber Ping ist gut, also wird er in der Nähe. Ne, das ist Skyfire Server. Ist das so? Skyfire, okay. Und der hat den einfach mal angemacht. Ja, ab und zu hat er den laufen, ja. Wieso ist HP2 gecrashed? Das ist was Neues. Kalypso Coast, erstmal crashen. Das ist mal was Neues. Direkt im Laden, ja, das ist ungewöhnlich. Also, sagst du, wenn der Server wieder da ist, bitte? Ja, der lädt gerade. Mit demselben Passwort? Ja. Okay. Ah, muss ich mich wieder muten. Da ist jetzt natürlich noch Tropical Sunset drin. Da natürlich auch nicht behalten. Ist wieder da? Ja. Die. Aber er muss noch die Strecke gleich switchen, so wie es aussieht. Also 5-4-3 war es nicht. Oder, Dennis? Ah, 4-5-3. Ja. Und die anderen. Jetzt wechselt er wieder auf Calypso Coast Crash. Ja. Ne, jetzt klappt's. Ich dachte. Keine Ahnung, was er da hatte, aber. Ach, war jetzt richtig Spider nochmal war das. Muss mein Lenkrad mal eben überzeugen. Will nicht. Farbauswahl. Echt, will nicht? Krass. Jetzt will's. So. Okay. Naja, mein Profiler braucht ja manchmal 2 Anläufe. So, dann darf ich schon. Sehr schön. 7 Runden lang. Yay. 2 Runden zum Klarkommen und dann noch zu Ende rollen. Ich glaube, das war der erste HP2-Crash seit Jahrzehnten. Was auch immer da los war. Wo bist du denn am Start am Start hingefahren, Stevie? Irgendwie voll nach rechts gezogen. Ein bisschen rübergezogen, keine Ahnung warum. Er hieß übrigens eine Abkürzung, ich wollte es nur vorher sagen. Oh. Holy shit, holy shit. Aua, nein. Das fahr ich mir zusammen. Und ich mach die auch noch nach. Sorry. Wie war das? Ist es nicht immer gut, alles nachzumachen? War nein, das nicht hier so? Du bleibst hier, Auto. Überleg gerade, lass ich die Stelle uncut oder cut ich da? Ich lass sie uncut. Die paar Sekunden. Ja. An der einen Stelle bin ich sowieso auf Aufgabenteste gekommen, wo ich da den Fehler gemacht habe oder so. Jetzt hast du schon die Möglichkeit, das im Blick zu haben und dann machst du auch noch so Fehler. Oh, wo will ich denn hin? Weiß fast, ich nicht. Fast scheiße gebaut hier. Ich hab hier irgendwie die Spiegelung confused. Ja, deswegen sag ich ja, das ist das Gute, ne? Du hast hier so 1-2 Runden, um klar zu kommen, mich zu erinnern und dann hast du immer noch genug Zeit, um zu fahren. Gegen dich muss man in der ersten Runde schon zurechtkommen. Das Nervige ist ja, ich übe das ja vorher, ja? Aber glaubst du, ich wüsste jetzt noch, was ich wann wie wo schalten wollte? Alles schon wieder gnadenlos vergessen. Ja, das ist ja. Ich hab schon wieder was Suchendes hinter mir. Ja. Aua, warum fahre ich dagegen? Damit ich es noch. Wie sie es auch anhört, dann wird sie es nachmachen. Holy shit, was hier?
Diese Kurve mag ich auch nicht. Da will ich zu gerne zu weit innen fahren, da dieser blöde Zaun da noch links ist. Ja, da bin ich vorhin bei der ersten links innen gegen gescheppert. Boah, zieh rum! Da warst du ein bisschen weit außen. Ja, sehr weit außen. Der wollte nicht rum da. Lass mich Sicht. Freie Sicht kostet extra. Ja, dass ich nach dem Fehler Steven noch reingehen kann, das ist... Das sind 7 Runden. Jetzt eine Gasgas, das Minigun, um das Problem vor mir zu lösen. Davon träumst du. Dann ist das Problem sofort aus der Welt geschafft. Und wenn ich vorher gewusst hätte, dass man nach hinten schießen kann, man sich diesen blöden Knopf irgendwo hinlegen müsste, dann würde ich jetzt auch fertig machen. Alle, aber nicht alle, aber immer noch nicht belegt hat. okay. Aber nicht alle Waffen können das, soweit ich glaube ich gehört habe. Okay, ich hatte aber auch keinen Knopf zum Waffe wechseln, so gesehen war das egal. Die hatte ich wenigstens, weil Dennis sagte, setz dir diese Taste. Ja, es ist lustig, alle Spiele, die neu anfangen, haben die Rückschießentaste nicht und die Waffenwechseltaste kann ich dran. Das ist ein Muster. Wie war das hier mit Leruti, der bei Survivor lange mit der Anfangswaffe rumgegurkelt hat? Ja, eben, selbst der. Hörst du eigentlich mit Lenkradometer? Nee, jetzt nicht. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen pissed. Das war der Fehler. Genau, das war der Fehler. Hättest du mal das Lenkrad ausgepackt? Ja, wäre vielleicht sogar besser gewesen. Also das, was eben passiert ist, wäre sicherlich... Alter. Du wolltest mich auch schon wieder umbringen. Ich kann doch diese Stelle... Mann! Jetzt haben wir so leise geworden hinter mir. Ich fahr die immer zu weit in, ey. Bei NFS 4 fängt es so super an und bei HP2 so scheiße, oder wie? Das ist unglaublich. Die nehme ich immer zu weit in, diese Scheißkurve. Und bei NFS 4 bist du Lenkrad gefahren, bei HP2 nicht. Tja. Ja, da siehst du mal den Fehler zum Meter, ne? Hättest du mal das runde Ding da ran montiert. Sogar ich bin vom Lenkrad weg. Ja, aber er ist ja gerade jetzt auf dem Weg dahin. Weg kommt später, in 3 Jahren oder so. Genau. Dann denkt er sich auch so, nee, besser wäre gewesen ohne. Eine Sache, die mir nämlich aufgefallen war, dass du hast echt mehr Tasten. Ich habe da irgendwie nur 3 Tasten pro Seite. Also die normalen Knöpfen plus Schalttippen und sowas natürlich, aber... Also ich glaube, da würden wir vergessen, dass jetzt auch einfach irgendwann die Tasten ausgehen. Na, Gaskas, das spiele ich mit Tastatur. Ich denke nämlich auch, das muss man eher Tastatur machen, weil es sind so viele Knöpfe, die kannst du gar nicht... Du fährst dieses Spiel jetzt ab sofort auch mit Lenkrad. Nö, das kann ich mir jetzt im Deathmatch nicht vorstellen. Am besten dann so mit der Lenkrad-Cam. Deathmatch, du siehst noch dreh, dir. Ach, was ist das Auto? Jetzt ernsthaft Auto, wirklich? Ja, Auto, was ist das, ne? Oh Mann, ey. Was sagt Wikipedia? Was ist ein Auto? Fahr doch mal da vernünftig rum. Ich frag mich, wie man. Also jetzt mal von dem Rennspiel abgesehen, wenn man jetzt YouTube 3D oder Blatt oder so, die haben ja für diese, für das Portable Medi-Kit und solche Sachen, haben die ja auch noch bei Hotkeys, wie man sowas mit Controller spielen wollen würde. Ja, wird schon schwierig, ja. Ich verkacke in Kirsche, weil ich mir selber verkacke, das ist echt... Das ist echt... Ah, Mann. Echt ärgerlich. Wenn man es selber wegschmeißt, ist es ärgerlich. Dann aufheben und weitermachen. Wenn es jetzt wenigstens so wäre, dass man sagt, so, der ist einfach die besseren. Ja, besser gefahren. Aber nein, die schmeißt es wegen Fahrfehler weg. Das ist frustrierend. Was ich dieses Rennen schon einen Fehler gemacht habe, das ist.
Ist allein nur hier oder meinst du grundsätzlich Renntag? Also heute Renntag generell, aber gerade bei der Strecke hier, obwohl es nicht mehr Tropen ist. Nicht mal Tropen. Nee, Tropen hat er ja richtig Probleme mit. Erst recht, wenn es um diese eine Abkürzung geht. Und die auch noch richtig viel bringt. Aber wenn du die nicht gekriegt hast einmal, auch wenn es 8 Runden sind, dann kannst du vergessen, noch mal ranzukommen. Ja, aber die kann man halt eben auch sehr vorsichtig fahren, dann verlierst du halt ein bisschen was, aber crash nicht. Ist ja echt okay, wenn jemand besser fährt, ne, aber wenn ich mir jetzt noch einen Fahrfehler gelben Punkt auf der Map gesehen. Wegschmeißer, will ich mir immer einen ins Gesicht hauen, so. Das ist mich dann der ärgerliche Part. Auto. Dies. Ach, was ist denn das? Jedes Mal diese Stelle ist so schlecht. So abgrundtief schlecht, jedes Mal. Welche denn? Ja. Genau die. Da, die. Immer noch die, wo du sagtest, die war dir bei der ersten Runde nicht gelungen. Ja, und gerade nämlich auch. Also, war nichts Schlimmes, aber auch wieder zu früh eingelenkt und vor der Kurve gegen die Wand gefahren. Ach, irgendwie so muss man da bei schnelleren Autos früher einlenken und ja. Du hast sie vielleicht einmal, er war zweimal nicht gepackt, bei mir war es bisher jede Runde, glaube ich. Ja, okay. Ja, das zweite Mal war jetzt nicht so, hat nicht wirklich viel gekostet. Neben ein paar anderen Fehlern, die überhaupt völlig behindert waren, aber naja. Ich schmeiß mir echt selber weg. Hey, hey, hey. Okay. Im Kirsch ist dadurch überhaupt nicht mehr zu sehen, ne? Überhaupt nicht mehr. Ich bin auch komplett alone auf der Map gerade. Ich sehe keinen. Ich versuche das zu ändern, Demon. Du kannst ja schon mal in den Rückspiegel gucken, ob ich da vielleicht irgendwo bin. Ja. Ah, ne, da warst du gerade wieder. Das zu sehen, meine ich. Wenn ich auch nicht mehr alleine auf der Map wäre, aber. Ach, hast du denn in dem ersten Renntag schon so einen Vorsprung aufgebaut, Alter, ich weiß gar nicht, wie das noch überhaupt noch wieder aufholen soll in die nächsten Renntag. Genau, gib am besten gleich auf. Egal, ja, es kommt auf die Menge an HSV-Coupés an. Alter. Also wenn jetzt nächstes Rennen ausschließlich aus HSV-Coupés steht, dann werde ich misstrauisch. Ja, das glaube ich dir auch. Und das am besten dann immer nur 8 Runden auf der längsten Rundkurs. Genau. Nur noch vorwärts, dann rückwärts, dann vorwärts gespiegelt, dann rückwärts gespiegelt. Dann wird noch analysiert, auf welcher Strecke Kirsch am meisten Probleme mit dem HSV-Coupé hatte und die wird dann genommen. Die wird dann immer genommen, nur noch. Nichts anderes zu an. Ja, dann alle Fahrtrichtungen noch, damit er durcheinander kommt. Ja, dann ist er vorwärts, rückwärts, vorwärts gespiegelt, rückwärts gespiegelt. Nee, gibt's ja nicht. Wenn es zu viel HSV-Coupé gefahren wird, dann gewöhne ich mich vielleicht noch dran. Nicht, wenn wir jedes Mal die Strecke switchen. Aber für die Meisterschaft wird es dann wieder gut sein. Also, achso, das kann sein, aber es ist vielleicht nur ein Einmal-Joker, ne? Nachdem du dann einen Renntag lang das die ganze Zeit durch. Ja, aber das könnte mich dann wieder nach vorne pushen, was ich heute verbockt habe. Ne? Das müsste auch mehr als das machen. Und dann, wenn es wieder, wer weiß, wie gut läuft, danach wird dann nicht mehr der HSV, sondern die totale Scheiße. Die TS, genau. Ja, aber man muss das mischen. Dann kann er sich nicht an eine Sache gewöhnen. Stimmt, ein Rennzack nur HSV-Coupé und die totale Scheiße, genau. Ja, und ab und zu noch mal Mustang dazwischen. Und weißt du, was schon langsam sein muss? Kurz die Elise? Ach nö, Elise ist okay. Okay, dann ey, ich meine ja, oh nein, bitte keine Elise, oh bloß nicht, ey, oh Elise. Zu spät. Die Elis können von mir auch raus auf große Parklins fahren, wenn Kirsche die Folterabkürzung nimmt, weil die ist damit nicht so toll. Das kannst du dann weiterhin so machen. Ich kann auch ganz oben lang fahren. Letzte Runde. Steve, was für eine Rundenzeit hast du? 2,6. Ja, okay, dann bist du auch auf der Strecke allgemein, deshalb ich dann. Ich frage mich, auf welche Rundenzeit Kirsch ist. 57,03.
Ja gut, da bin ich weit weg von. Ja gut, ich habe auch noch nicht eine Runde geschafft, diese eine Kurve vernünftig zu fahren. Das wundert mich auch. Kurve okay genommen, aber bestimmt werde ich woanders das wegschmeißen. Bestimmt. Ja, okay, mit dem, was ich jetzt schon abgebaut habe, werde ich, gerade das für 5 Rennen sind, werde ich HP2 diese Season definitiv letzter. Oha. Oh, definitiv, das ist alles schon, das ist so schnell in Stein gemeißelt. Ja, nach einem Renntag. Nach einem Renntag. Warum fahren denn die anderen überhaupt hier? Wir haben ja nur 5 Renntage. Also genau, wir haben schon ein Fünftel rum. Eigentlich ist es schon entschieden. Und Hamilton ist auch schon Weltmeister. Ja, aber Hamilton fährt ja auf Punkte und nicht auf, dynamisches Punktesystem quasi. Auf Zeit. Stell dir mal vor, Formel 1 würde auf dynamisches Punktesystem. Ja, und dann hat er einen Motorschaden oder so. Oh Mann, das wäre echt hart, ja. Aber hey, da gibt's dann nicht so eine Punktezahl wie Optionen. Springt er beim letzten Berg nicht vernünftig und ihr seid ihr wieder scheiße. Oder ein Berg wieder verkackt. Bisschen Berg verkackt. Ja gut, vielleicht läuft dafür diesmal NFS4 relativ gut. Da ist ja doch, Mann. Ein bisschen. Ich hätte nicht zu weit rechts eingelenkt. Also ich da umgekippt und. Umgekippt? Okay. Ja, bei dem letzten Berg da. Da darfst du nicht zu weit nach rechts lenken, dann kippt der auf die Seite. Das ist scheiße. Bei NFS4 will ich ja noch nicht mal ausschließen, dass ich momentan auf Platz 2 stehe. Ja, das hast du quasi schon gewonnen. Ich meine, ein Fünftel der Rennen sind da auch schon vorbei. Da steht alles schon safe, natürlich. Ja, da werde ich ja lieber nicht rankommen, na gut, aber... Also das Rennen hier, das war schon richtig bitter gegen Kirsche. Da werde ich... Ich glaube nicht, dass ich da rankomme, weil Kirsche wird ja jetzt nicht die nächsten Rennen auf einmal scheiße fahren. Ja, muss manchmal nur ein Crash sein. Also ich habe mit der letzten Runde auf 2,6. Also ich denke schon, dass das mit diesem Renntag schon ziemlich gegessen ist gegen dich, weil der Vorsprung ist schon massiv mit diesem Renntag. Na schau. Ja, nee, mit dem Renntag habe ich mich komplett ins Aus befördert. Allein schon diese. Das sind ja schon 6 Sekunden allein schon auf der einen Strecke, dann National Forest nochmal 7 Sekunden und. Ja, und irgendwie habe ich wieder 4 verloren. Hier ist er richtig massiv schlecht, ja. Na, hier bin ich auch gespannt, wie viele Sekunden das jetzt waren. Ob man mitzählen soll, natürlich im Ziel, aber. Es wird scheiße schwierig. Ich glaube, da werde ich keine Chance haben, da jemals wieder ranzukommen. Glückwunsch, du bist Erster. Es blieb bei der 1,58, weil nur 8 Sekunden. Das war aber nur zu viert waren, ne? Ganz schön. Das war das letzte Rennen. Ja, 8 Sekunden bei 14 Minuten ist jetzt auch nicht so viel. Ja, gut, dann beenden wir das hier, weil das Rennen wird so schon lang genug dauern.